Willkommen zurück zu Zelda Link's Awakening. Im letzten Part haben wir die Adlerfestung abgeschlossen mit einem sehr nervigen Bosskampf. Und im heutigen Part wollen wir erstmal hier runterspringen. Ich glaube, würden wir jetzt hier runterspringen, würden wir in einem Loch landen, genau. Und in der Höhle rauskommen, wo damals das Herzteil war. Diese Höhle, die voller Wasser war, wo wir uns Herzteil tauchen konnten. Und da wollen wir ganz bestimmt nicht hin. Denn dann müssten wir... Oh Gott, das Ding, ich hab fast eingesammelt. Denn dann müssten wir den ganzen Berg nochmal hochlaufen. Und da hat niemand Bock drauf, denke ich mal. Deswegen nehmen wir verschwinden diesen Weg hier. Und sind dann wieder hier. Genau. Und dann müssen wir erstmal gucken, wo ich hier überhaupt genau lang muss. Jedenfalls haben wir heute noch ein bisschen was zu tun, bevor wir in den nächsten Dungeon gehen. Aber erstmal geht's hier nach oben. So. Und zwar haben wir jetzt den Hühnerstall hier. Da können wir mal ganz kurz reingucken. Denn unser lieber kleiner Gockel ist jetzt hier bei den anderen Hühnern. Und Luigi fliegt mit dem. Oh Mann, dieser Gockel hat ja ein Temperament. Ich fliege! Ja, er hat auf jeden Fall seinen Spaß mit der Sache. Genau. Das wollte ich nur kurz zeigen. Ist ganz cool gemacht, finde ich. Und jetzt wollen wir erstmal kurz hier rüber. Denn da gibt es noch was, was wir uns abholen möchten. Und zwar gehen wir hier durch und lassen uns beim Vieh treffen. Genau. Und... Hä? Müsste nicht hier ein Foto sein? Ah! Hey, es ist eine perfekte Chronik deiner Abenteuer. Ich nenne es nah dran. Bin zu nah dran. Ich muss etwas zurücktreten. Ja, und er macht ein Bild, wie er... Wow, gegen den Gegner konnte ich mich voll wehren, wie er von der Klippe stürzt. So ein Trottel. Sehr schön, okay. Das wollte ich noch kurz nachholen. Und jetzt werden wir uns mal hier gucken. Fehlt uns noch ein Foto. Da unten steht 11 von 12. Und das bekommen wir, wenn wir im Laden etwas klauen. Aber das will ich nicht machen. Ich werde das Foto zeigen, aber ich klaue im Laden nichts. Weil, wenn wir im Laden was klauen, dann wird unser Spielername, also in dem Fall Link, ersetzt mit Dieb. Und das ist halt doof. Vor allem in der Endsequenz, wenn man dann Dieb genannt wird. Oh, Mario, was machst du denn hier? Hilfe! Link, meine Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Wie zum Teufel haben die dich auf das eine lose Stück gebracht? Wie sind die dann weggekommen? Egal, wir retten dich. Oh, danke, Link. Das war Rettung in letzter Not. Sag, Link. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Link, ich glaube, ich lieb... Morin! Oh, Darin! Tja, dann muss ich wohl gehen. Tschüss. Sie wollen uns irgendwas sagen, aber was wohl? Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat. Jenes Lied, das Schlafende aufweckt. Wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilienfelsen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Ja. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo sind wir jetzt? War ich in der Höhle schon mal drin, ne? Jedenfalls, ja genau. Reptilienfelsen ist der nächste Dungeon. Aber da kommen wir jetzt gleich hin. Wo komme ich hin, wenn ich jetzt hier runterspringen würde? Ich mache mal ganz kurz hier so einen Safe Point, weil ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurückzulaufen. Wenn ich da jetzt irgendwo rauskommen würde, wo ich gar nicht hin möchte. Genau. Da ist man jetzt nämlich hier bei dieser dämlichen Höhle. Okay. Hier wollte ich ganz bestimmt nicht hin. Ich wollte nur gucken, wo es hingeht. So. 3DS. Safe State. Das ist eine gute Funktion auf jeden Fall. So. Wir wollen jetzt hier lang. Hier waren wir auch schon mal ganz kurz.
aber haben dann wieder Cut gemacht. Weil wir noch nicht weit kamen. Und jetzt sind wir wieder hier in diesem Bereich, wo die Steine runterfallen. Den Nintendo letztens in einem Trailer zum Spiel gezeigt hat. Sah ziemlich cool aus im Remake. Aber ich mag den Grafikstil und so von Remaker eh sehr gerne, deswegen beeindruckt mich da eigentlich echt vieles. Ich bin einfach so gehypt auf das Remake, weil ich endlich mal mit der Welt des Spiels klarkommen werde. Ich meine, ich kenne mich inzwischen besser aus, definitiv, aber egal. So, hier ist der letzte von diesem Typen hier drin, von diesem komischen kleinen Teufeln. Ich habe die Höhle das letzte Mal schon mal gefunden, aber war nicht drinne. Aber jetzt können wir hier rein und ihn wieder aufwecken. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte, willst du zur Strafe mehr Pfeile tragen können? Ja, oh nein, wie furchtbar. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann, tschö mit Ö. Ja, jetzt haben wir 60 Pfeile. Bei dem konnte man da Zauberpulver, Bomben und Pfeile erhöhen. Normalerweise kann man sich das aussuchen, aber da wir eben nur noch die Pfeile zur Verfügung hatten, hat das Spiel gesagt, bekommst du die erhöht. So, was ist jetzt, wenn ich hier runterspringe? Ich will es nur kurz überprüfen, bekomme ich da raus? Achso, einfach hier, okay. Da kann ich auch selbst wieder zurücklaufen. Das hätte ich mir auch denken können. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt überlegt habe, wo ich überhaupt rauskomme. Was ist los mit mir? Gut, und jetzt kommen wir hier hin. Hier müssen wir jetzt runterspringen. Und kommen da zu der Höhle, wo wir das letzte Mal noch nicht weiterkamen. Aber diesmal schon. Ich will nur kurz gucken, was hier drüben war. Mir fällt gerade was auf. Warte mal. Ich glaube, ich habe das Herzteil vergessen. Fun Fact: Mit unserem Muschelschwert können wir jetzt diese Dinger hier zerstören, aber nur mit einer Wirbelattacke. Was vorher nur Struppi konnte, können wir jetzt auch. Finde ich ganz cool. Ja, ich muss nochmal ganz kurz auf den Berg nach oben laufen, weil ich habe voll verpennt, dass wir noch eine Höhle haben, wo es noch ein Herzteil gab. Habe ich voll verpennt. Wir sehen uns gleich oben wieder, wo ich hin wollte. Also, nochmal kurzer Schnitt. Das Herzteil dort nämlich, das können wir uns jetzt holen, aber nicht von hier aus. So, wenn wir jetzt in die Höhle hier runtergehen, können wir an dieser Stelle hier eine Wand zum Wegbomben finden. Habe ich vorhin überhaupt nicht dran gedacht, deswegen mache ich das jetzt erst. Kann sich der Gegner dort bitte verpissen? Ja, hätte ich mal vorhin dran denken sollen. Was soll's? Machen wir es eben jetzt. Besser später als nie. Und dadurch kommen wir in diese Höhle hier rein. Geht doch jetzt mal weg. Und da befindet sich Herzteil Nummer 11. Und das 12. Oh, das ist... Ah, das werden wir noch sehen. Wir haben es auf jeden Fall nicht verpasst. Das kommt noch. So. Jetzt können wir nochmal hier lang gehen kurz. Es tut mir leid, aber ich habe irgendwie voll verpennt, dass das Herzteil noch dort ist. Also es ist mir gerade nur aufgefallen, ja, als ich in der anderen Höhle eine ähnliche Stelle gesehen habe wie die gerade, dass ich da gar nicht dran gedacht habe irgendwie. Aber egal, was soll's. Hauptsache, wir haben sie jetzt noch geholt und nicht verpasst oder so. Gut, gehen wir jetzt endlich zum letzten Dungeon, den Reptilienfelsen. Komm, geh weg. Und zwar müssen wir jetzt dafür notoren die Höhle. Da waren wir schon mal kurz drinne, aber da geht's nicht weiter. Die war auch ursprünglich zugeschüttet, da musste man sich den Weg reinsprengen quasi. So, und da haben wir jetzt einen Flammenwerfer. Bei dem können wir jetzt mit unserem krassen Schild einfach so vorbei und uns tut nichts mehr weh. Und damit sind wir jetzt hier auf der anderen Seite quasi und können hier weiter in unerkundete Gefilde. So, wir haben da oben gerade schon ein seltsames Gebäude gesehen, dazu später mehr. Hier ist noch Eurira, falls wir mit dem reden wollen. Tut, ja, Eurira, der Kopf der Schildkröte ist hier im Weg.
Dann hauch ihm einfach etwas Leben ein und er wird sich bewegen. Ja, den Tipp, den wir quasi von der Eule schon bekommen haben. Da ist der Kopf der Schildkröte. Und wie kommen wir jetzt an dem vorbei? Weil der ist der Eingang zum Reptilienfelsen. Und was hat das mit den beiden Feldern oben zu tun, an die wir nicht hinkommen? Gute Frage. Jedenfalls müssen wir den Song spielen. Und dadurch wird der Kopf plötzlich lebendig. Und zeigt ein Reptil, das wir jetzt angreifen können. Glaube ich, genau. Einfach den Kopf draufhauen, wenn sie nicht täuscht, oder? Hä? Achso, man muss vorne die Schnauzenspitze scheinbar treffen. Bam! Bam! Und tschüss, das war's schon. Schwerster Boss im ganzen Spiel mal wieder. Und die Beine bleiben noch da. Und jetzt gehen wir quasi in das Innere von dem Monster. Der Reptilienfelsen, beziehungsweise heißt eigentlich Reptilfelsen, aber ich finde Reptilien klingt besser irgendwie. So, und hier haben wir jetzt einen sehr nervigen Gegner. Ich weiß gar nicht, wie man gegen den kämpft. Und allgemein war der Dungeon sehr nervig, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ja, okay, ich kann ihn nicht treffen. Gehen wir erstmal weiter. Hier nach oben. Ah, genau, die Dinger. Ja, das war irgendwie so genau. Man konnte die so komisch steuern. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Keine Ahnung, wo mich das hinbringt. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, das war so ein anstrengender Dungeon. Das hat fehlgebracht, auf jeden Fall. Okay, da geht's zum Schlüssel weiter. Und dort wird's noch weitergehen. Okay, alles klar. Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Wo zum Teufel ich überhaupt bin. Und was es hier alles gibt. Das ist eine Truhe. Holen wir uns die auch mal, würde ich sagen. Ernsthaft jetzt. Hier gibt's Fake-Truhen einfach. Das ist doch gemein. Oh Mann. Okay, was haben wir jetzt hier? Können wir hier irgendwie eventuell etwas unter einen der Krüge finden? Weil es wären noch nicht, werden noch nicht umsonst so viele Krüge hier stehen, oder? Ich weiß es nicht genau. Hier ist auf jeden Fall Zauber... Ah, guck mal. Zauberpulver. Ich habe einfach absolut keine Orientierung im Ort jetzt schon. Aber jedenfalls ist es sehr interessant, wir gehen quasi in das Innere rein von dem Vieh, was gerade eigentlich noch gelebt hat. Aber ja, es war halt davor ein Felsen eigentlich, deswegen keine Ahnung, inwiefern es eigentlich gelebt hat, sag ich mal. Aber jedenfalls hat es gerade für einen kurzen Augenblick gelebt, deswegen... Ist das irgendwo ein bisschen makaber, sag ich mal, aber egal. Und diese rote Lava könnte ja Blut sein, wer weiß. Voll die Zelda-Theorie hier, aua. Wir haben den Goomba so besiegt, wie es sich gehört. Draufspringen. Okay, ich bin einfach... Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ich habe einfach absolut... Keine, halt wirklich gar keine Erinnerung mehr an den Dungeon. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich habe auch... Ich weiß auch gar nicht, was das Dungeon-Item... What the fuck, was hast du denn hier? Was das Dungeon-Item ist? Wow. Mann, ich habe in die falsche Richtung... Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich bin hier ohne den Trank von Trantrudi, aber... Ich glaube, es gibt hier eh noch mal irgendwo eine Schatztruhe, wo ein Trank drin ist. Mann! Ich bin einfach zu schlecht, um ihn richtig zu treffen. Aber was macht der Boss noch mal hier? Warum hast du jetzt die Kugel nicht aufgehoben? Ach genau, gab es nicht hier irgendwie... ...noch mal alle Zwischenbosse oder so?
jetzt bin ich hier. Hier war ich vorhin schon mal. Irgendwie so war das. Doch hier gab es nochmal voll viele Zwischenbosse. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh, der Eulenschnabel. Guckt mal einer an. Schön. Der ist doch schon mal ein bisschen hilfreich. Aber mir wäre die Karte jetzt erstmal lieber. Das war fair. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Oh, ich freue mich auch so hart darauf, dass man in dem Remake mehr als zwei Items wahrscheinlich belegen kann. Beziehungsweise kann man definitiv, weil... Ich wollte die Schlange abwerfen, aber Link hat sich einfach in die falsche Richtung gestellt, weil das Schiebepad vom 3DS scheiße ist. Ja, jedenfalls, wird man auf jeden Fall mehr als zwei Items belegen können. Wow. Weil Schwert und Schild hat man da definitiv ausgerüstet, ohne einen Itemknopf zu belegen. Das wollte ich nicht. Und deswegen hat man zwei Items frei, neben Schwert und Schild eben. Das finde ich mega angenehm. Okay, jetzt sind wir wieder hier, aber können hier einfach nichts anfangen. Super. Geht's hier oben irgendwie weiter, dass ich was wegschieben kann eventuell? Oh. Da sehe ich was. Bumm. Kann ich... Ja, guck mal, hier kann ich mich einmal reinschieben. Perfekt. Karte vielleicht mal? Yes! Endlich! So, gucken wir uns mal an, wie der Dungeon aussieht überhaupt. Das sind überhaupt nicht viele Räume. Nein, alles okay. Ich habe absolut keine Ahnung von diesem Ort mehr. Aua. Ich wollte nicht in die Lava springen. Okay. Kümmern wir uns jetzt mal um diesen Gegner hier, weil ich glaube, wenn ich den besiege irgendwie, dann... Ich weiß noch nicht wie. Hä? Wenn ich den besiege. Hä? Wie denn? Wenn ich den besiege, dann gehen, glaube ich, die Türen auf. Kann das sein? Wie mache ich dem fucking Schaden? Jetzt habe ich Schaden gemacht irgendwie. Hä? Egal. Hinterfragen wir es einfach nicht. Oh, hi, mein Freund. Du wirfst wieder Bomben auf mich, genau wie im zweiten Dungeon. Oh, und du bist schon tot. Was bist du denn für ein Lappen? Gib deine Fee her. Dankeschön. Ja. Übrigens, das Ding sieht vielleicht einfach aus zu steuern, aber das ist es nicht. Das wusste ich, by the way, noch, dass man hier eine Truhe bekommt, wenn man das ausfüllt. Ist mir gerade in den Sinn gekommen, als ich den Raum gesehen habe. Jedenfalls sieht das Ding aus, als wäre es sehr einfach zu steuern, aber das ist es nicht. Weil, das sich quasi mit einem gewissen Delay steuert. Und zwar muss man halt schon viel früher drücken, wenn man in eine andere Richtung möchte. Ja, jetzt zum Beispiel. Ich habe zu spät gedrückt und deswegen ist das gegen die Wand gefahren. Sehr, sehr nervig. Oh, was soll's. Hä? Ach, egal. Ich komme trotzdem hier weiter. Okay. Was haben wir jetzt hier? Gut, ihr wollt's nicht anders. Ihr müsst leider sterben. Kommt mal her, ihr SMB2-nervigen Gegner. Ihr SMB2-nervigen Gegner, ich gut Deutsch sprechen. Was bringen mir die Rubine zu dem Zeitpunkt im Spiel eigentlich noch? Nix. Oh, süß. Ist der gerade ernsthaft mit einem Hieb gestorben? Okay. Meinetwegen. Was haben wir hier? Lass mir die Truhe öffnen.
Kackgegner. Den Kompass. Yay. Nice. Ja, ich weiß, wie der Kompass funktioniert, liebes Spiel. Das musst du mir nicht 500 Mal erklären. Was ist hier oben Schönes? Nochmal er. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich ihn besiege, aber er gibt scheinbar einen Schlüssel in dem Raum, deswegen muss ich ihn besiegen. Jetzt mache ich plötzlich Schaden. Okay. Keine Ahnung, wie der Gegner funktioniert. Keine Ahnung, aber egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Und kommen damit definitiv weiter, würde ich sagen. So, ich habe gerade gesehen, dass mich das Ding hier oben... Ah, ich wollte gerade sagen, noch in einen Raum mit einem Schlüssel führt, aber... mit einer Truhe führt, aber... Nee, doch nicht. Wie mache ich die Fackeln eigentlich an? Ah, ich weiß wie. Mit dem Dungeon-Item. Mir ist gerade wieder eingefallen, welches das ist, wo ich die Fackeln gesehen habe. Du bist gerespawnt, ernsthaft jetzt? Kannst du einfach nicht? Ja, du gibst mir wenigstens eine Fee wieder, hoffe ich mal. Dankeschön. Okay, ja, jetzt können wir auf jeden Fall... Wir haben ja den Schlüssel bekommen, jetzt können wir da oben weitermachen. Dann gehen wir jetzt nicht mal hier hin. Und können jetzt hier weiter. Ach so, da muss ich... Oh. Das ist jetzt doof. Ich bin auf der voll falschen Dings gewesen. Was ist eigentlich... Kann ich auch hier zur Treppe hin? Wahrscheinlich ja, oder? Nein, ich wollte nicht nach oben. Ah, ja, das Item ist definitiv das, was ich gedacht habe. Wie komme ich jetzt hier am besten wieder weg? Hallo, Spiel. Oh Gott, verdammt! Was soll das denn? Oh. Ich bin dumm, tut mir leid. Ich spring voll in die Lava rein. Gute Idee auf jeden Fall. So, jedenfalls muss ich nach hier oben. So. Jetzt können wir nämlich hier weiter, wollte ich sagen. Aber da brauche ich einen Schlüssel. Okay, tschüss. Dann halt hier drüben. Weil hier gibt es ja bestimmt auch noch was. Okay, das sah gerade so komisch aus, dieser Pfad. Hätte sein können, dass da was ist. Weil ich erinnere mich da an einige böse Sachen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Na toll. Sehe ich das gerade richtig? Dass mir das wirklich absolut nichts gebracht hat, den Schlüssel zu benutzen. Wie komme ich hier nochmal weg? Ach genau, hier. Hm.
Moment. Gehen wir nochmal kurz hier hoch. Wow, Sackgasse, super. Oh Gott, ich hasse dieses Spiel. Nein, Spaß, aber ich hasse diesen Dungeon, das weiß ich jetzt schon. Ich finde den gerade sogar nerviger als die Adlerfestung. Kannst du dich bitte bewegen? Dass ich das mal sagen würde. Aber es muss doch jetzt hier links weitergehen. Hä? Aber recht? Oder bekomme ich was, wenn ich den komischen fliegenden Kackgegner besiege? Aber hier kann man kein... dass irgendwas hier mein Schlüssel ist oder so. Deswegen... ja. Passiert nichts, genau. Kannst du den Dings nehmen? Das ist seltsam. Ich weiß nicht, wo ich jetzt weiterkommen soll, bitte. Keine Ahnung. Naja, wir werden einen weiteren Weg im nächsten Part dann suchen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt mehr Link's Awakening. Bis dann und ciao. Wo sind Gegner, die mich treffen können? Du kannst mich treffen. In dem Raum ist scheinbar auch ein Schlüssel, wenn ich das Ding verschiebe. Wie kam ich denn da nochmal rüber? Durch irgendeine Treppe, glaube ich. Und wo war die? Das weiß ich doch nicht mehr. Hier war auf jeden Fall irgendwo ein Schalter. Wo denn nochmal? Hey, wo war der? Hier, oder? Ja. Aktivierst du ihn bitte? War das die Treppe? Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja, okay. Dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, euer Vibro, tschüss.